auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Alex, 5:3 Erfolg heute gegen Langensteinbach, die sich ja bestimmt einiges vorgenommen haben, denkt man sich. Ja, wie geht's dir nach diesem Spiel und wie hast du das Spiel erlebt? Ja, natürlich ist man ja super glücklich, wenn man ein Spiel, so ein Prestigeduell eigentlich hier bei uns in Karlsruhe, 5:3 für sich entscheidet, das ist natürlich umso schöner. Zum Spiel, das war, denke ich mal, für den Zuschauer ein sehr offenes, temporeiches Spiel mit sehr vielen Torchancen auf beiden Seiten. Ja, und dass wir dann am Ende das Quäntchen Glück hatten, ist natürlich umso schöner. Kann man von Glück sprechen, oder? Ja, also wenn man sich, denke ich mal, jetzt das Spiel so Revue passieren lässt und die zahlreichen Chancen nochmal anschaut, ich denke mal, das Spiel hätte gut und gerne auch 6-6, 7-7 ausgehen können. Von daher denke ich schon, dass es ein bisschen ein Quäntchen Glück dabei war, dass wir auch das Spiel jetzt hier 5:3 gewonnen haben. Es würde dich sicherlich freuen, dass du 2 Tore bei diesem Spiel geschossen hast. Kannst du kurz sagen, wie du es gemacht hast? Das erste Tor, da stand ich irgendwo im 16er, der Ball kam zu mir. Ich habe auf der linken Seite jemanden kommen sehen, wollte eigentlich einen Foul ziehen, bin dabei leicht berührt worden, gehe ich davon aus. Also bin dann im Fallen gewesen und habe den Ball einfach genommen und dann ist er im linken Eck gelandet. Das zweite Tor, am Laden, super Flanke auf den ersten Pfosten. Ich laufe einfach durch und habe ihn dann einfach nur noch einköpfen brauchen. Ich denke mal, nachdem Dirk Rohde zu euch gewechselt ist, war da ja so ein gewisser Umbruch, auch einige Spieler dazugekommen. Was meint ihr, wo befindet ihr euch da in diesem Umbruch und wie sind die Ergebnisse bisher? Ja, ich denke, wir haben eine gute Vorbereitung gespielt und die Ergebnisse haben auch teilweise gestimmt. Wir haben viele Systeme ausprobiert. Ich denke mal, bis dato kann man mit der jetzigen Situation recht zufrieden sein. Wir haben jetzt 7 Punkte aus 3 Spielen. Wie gesagt, also wir können recht zufrieden mit der Ausbeute bis jetzt sein. Und was denkst du, was man sich noch für Ziele setzen kann diese Saison oder was für Ziele peilt ihr an? Ja, also jetzt Ziel wurde jetzt von der Vereinsseite aus nicht vorgegeben. Wenn ich jetzt sage, wir denken von Spiel zu Spiel, hört sich das plausibel an, aber ist wirklich so. Wir versuchen immer an unsere Grenze zu gehen, auch das Spielerische versuchen an uns zu binden, der Gegner zu bestimmen. Und einfach die Kompaktheit, die uns dann letztes Jahr gefehlt hat und auch teilweise in den Spielen nicht vorhanden war, versuchen wir jetzt an den Tag zu legen. Und ich denke mal, bis jetzt hat es relativ gut geklappt. Und ich denke mal, der Trainer, der macht eine sehr gute Arbeit bis dato. Und wir können, wie gesagt, relativ zufrieden sein. Ja, wenn ich sage, wir wollen jetzt weiterhin oben dranbleiben, ist es auch die Wahrheit. Und ich denke mal, mit dem Potenzial, was in der Mannschaft steckt, ist auch einiges möglich. Aber jetzt ein Ziel zu setzen, ist nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Wie gesagt, wir denken von Spiel zu Spiel. Und was später dann dabei herauskommt, werden wir dann weitersehen. Nächster Gegner ist für euch dann Mutschelbach 2. Ein Club, der erstmal einen Aufstieg konsolidieren muss und erstmal in der Liga ankommen muss. Ja, was denkst du, was das für ein Spiel wird? Ja, ich denke mal, es wird genauso ein offenes, temporeiches Spiel werden wie heute mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten. Ich muss ehrlich sagen, dass ich den Gegner nicht kenne. Ich habe den in den vergangenen Jahren nicht gesehen. Wir haben nur die erste Mannschaft von Mutschelbach bespielt. Und von daher kann ich zu dem Gegner nicht viel sagen. Aber ich denke mal, es wird genau ein starker Gegner auf uns zukommen. Und, Alex, dann danke ich dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Alles klar, Jürgen. Ich bedanke mich. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.